Ein buntes Getümmel, Geklatsche und Gelächter füllt den Raum. Denn die Preisverleihung des ersten Duisburger Erklärfilmwettbewerbs fand heute in der Duisburger Volkshochschule statt. Insgesamt wurden drei Filme von einer unabhängigen Jury prämiert. Unter den Gewinnerteams befindet sich die Gesamtschule Globus am Dellplatz, die sich mit der Frage, warum sind Seifenblasen bunt, beschäftigte. Die Heinrich-Heine-Gesamtschule, die sich dem Thema Mobbing widmete, und die Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gesamtschule, die das Zuspiel im Volleyball erklärte. Überrascht, gewonnen zu haben, waren die Schüler allemal. Ich hätte es nicht erwartet, weil ich dachte, die anderen Filme wären halt besser und so, und das hätte ich echt nicht erwartet. Also ich hätte auch nicht mit gerechnet. Ich fand jetzt den Film, ich hätte noch viel mehr reinschneiden können und vor allem auch manche Sachen rausschneiden können. Also waren ein paar Fehler noch drin, fand ich. Nicht nur sehr bescheiden, sondern auch sehr kreativ und motiviert waren die Schüler, als sie von dem Projekt des Schulmedienzentrums hörten. Da haben alle geschrien, dass wir das machen möchten. Und ja, dann war die Frage, was? Und da haben wir voll überlegt, voll konzentriert. Das war auch unsere Hausaufgabe, dass wir das überlegen sollten. Und dann ist anschließend Mobbing uns eingefallen. Doch wer beim Wettbewerb mitgemacht hat, weiß, dass das Produzieren eines Kurzfilms nicht nur Spaß, sondern auch Arbeit bedeutet. Das Schneiden war am schwierigsten, weil es gab viele Stellen, die man rausschneiden musste. Ich glaube, wir hatten insgesamt 10 Minuten Film und die mussten wir auch zum Großteil kurz schneiden. Aber am Ende hat es sich gelohnt. Eine Urkunde, einen USB-Stick und einen Besuch in unserem Studio 47 Sender mit einer ganz persönlichen Führung haben die jungen Filmemacher gewonnen. Ja, und wir wollen noch ein bisschen über die heutige Preisverleihung sprechen. Und ich freue mich sehr, einen der Initiatoren hier bei mir heute Abend begrüßen zu dürfen, Jens Holthoff. Schönen guten Abend. Ja, hallo, schönen Abend. Herr Holthoff, wir haben ja gerade schon so ein paar Einblicke gesehen von der heutigen Preisverleihung. Wenn Sie den Tag noch mal Revue passieren lassen, wie war's? Es war eine tolle Veranstaltung. Ich glaube, das haben wir auch eben gesehen. Wir hatten begeisterte Schüler dabei. Wir haben tolle Beiträge gesehen. Also es hat uns Lust auf mehr gemacht im Grunde genommen und auch weiterzumachen. Wie kamen Sie denn überhaupt auf die Idee, einen solchen Wettbewerb ins Leben zu rufen? Was war so die Intention des Ganzen? Die Idee ist entstanden hier in Duisburg in einem Schulnetzwerk Lern 25, digitale Medien in Duisburger Schulen, das wir seit einigen Jahren begleiten hier in Duisburg, unterstützen. Und da war die Überlegung, wenn wir schon ganz systematisch mit unterschiedlichen Medien im Unterricht arbeiten wollen, warum nicht auch mal das Smartphone einsetzen, warum nicht das Tablet und die Kinder eigentlich da abholen bei dem, was sie gerne machen, nämlich kleinere Filme produzieren und das dann auch noch eben auf den Unterricht beziehen. Was sind aus Ihrer Sicht die Gründe oder die Berührungspunkte, warum Schulen sich an diesem Wettbewerb unbedingt beteiligen sollten? Ich glaube, Schulen sind immer auf der Suche nach guten Möglichkeiten, handlungsorientierten Unterricht anbieten zu können, Unterricht weiterzuentwickeln, multimedial zu gestalten. Und ich glaube, da sahen auch viele die Chance darin, das hier auch umsetzen zu können durch diesen Wettbewerb letztendlich. Und dann sind die Schulen eben auch gehalten, heute durch neue Lehrpläne, durch neue Richtlinien eben auch bestimmte Medienkompetenzen bei den Schülern zu vermitteln. Und ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit, auch im Rahmen des Erklärfilmwettbewerbs genau das auch zu tun. Wir haben ja eben schon in dem Film so ein bisschen gehört von den Schülerinnen und Schülern, dass das Schneiden teilweise sehr schwer gefallen ist. Das ist ja auch wirklich so eins mit der schwierigsten Elemente beim Film. Was haben Sie so für Feedback, für Resonanzen heute hautnah bekommen? Also ich glaube, das ist den Schulen oder den Schülern gut gelungen. Also wir haben tolle Beiträge eingereicht bekommen. Der Jury ist auch gar nicht so einfach gefallen, letztendlich da dieser Auswahl dann zu kommen. Es ist gelungen und ich glaube, die Schüler haben eine gute Unterstützung erfahren und waren auch sehr hoch motiviert letztendlich. Und die Schüler sind auch, stellen wir immer fest, es gibt ganz viel Potenzial bei den Schülern, ganz viel Kreativität. Und ich glaube, das hat sich auch in den Ergebnissen dann niedergeschlagen. Herr Holthoff, um mal den Zuschauerinnen und Zuschauern einen kleinen Einblick zu geben, was Sie als Jury da so bewerten mussten, durften, konnten, wollen wir uns mal einen dieser Filme anschauen. Gerne. Seifenblasen sind ja eigentlich
ganz schön, aber warum sind sie so bunt? Das ist ganz einfach zu erklären. Ich kann dir gerne erklären, wenn du willst. So, ich erklär's dir jetzt. Seifenblasen sind bunt, weil... Hä? Habt ihr das verstanden? Schauen wir uns das Sonnenlicht einmal genauer an. Wenn wir in den Himmel schauen, sehen wir weißes Licht. Wenn die weißen Lichtstrahlen der Sonne auf ein Prisma scheinen, werden sie in ihre Einzelteile gebrochen. Es erscheinen alle Farben des Lichtes, ähnlich wie bei einem Regenbogen. Diese Farben des sichtbaren Lichtes nennt man Spektralfarben. Wir wissen jetzt, dass weißes Licht eigentlich aus mehreren Farben besteht. Aber bei den Seifenblasen ist es anders als beim Regenbogen. Die Farben sind gemischt. Woran liegt das? Alle denken, dass Seifenblasen nur eine Schicht haben. Aber das stimmt nicht. Sie haben zwei Schichten, die wir mit dem bloßen Auge nicht sehen können. Hier seht ihr die zwei Schichten. Ein Lichtstrahl bricht sich teilweise an der ersten Schicht. Der andere Teil wird an der zweiten Schicht gebrochen. Dabei entstehen zwei verschiedene Farben, die sich so überlagern, dass die Komplementärfarbe entsteht. Der Fachausdruck dafür ist Interferenz. Tschüss! Herr Holthoff, das ist jetzt eins der Ergebnisse, was eben auch als Gewinner aus diesem Rennen ging. Warum hat dieser Film mitunter das Rennen gemacht? Ja, ich glaube, genau an dem Film können wir auch sehen, was so ein kleiner Erklärfilm ausmacht und auch da das Projekt möchte. Also die unterschiedlichen Fähigkeiten der Schüler einzubinden. Schüler werden zu kleinen Schauspielern im Grunde genommen, müssen sowas wie eine Geschichte entwickeln, ein Storyboard entwickeln, mit unterschiedlichen Techniken einen Inhalt umsetzen. Und ich glaube, diesen Facettenreichtum konnte man hier an diesem Film sehr gut sehen. Nach dem Kurzfilmwettbewerb ist vor dem Kurzfilmwettbewerb, denn die nächste Runde steht quasi schon in den Startlöchern. Sie sind schon in den Planungen fürs nächste Jahr. Das soll quasi eine fortlaufende Reihe werden, richtig? Absolut. Also das war so erfolgsversprechend jetzt, dass die Projektgruppe auch gesagt hat, wir wollen es gerne weiterhin anbieten den Schulen. Die Werbung läuft, wir haben die Schulen informiert, alle sind herzlich eingeladen. Und vor allen Dingen lassen wir die Schulen mit dieser Ausschreibung jetzt auch nicht alleine und mit der Überlegung, sondern wir sagen, wir bieten euch aktive Unterstützung an. Also kommt zu uns ins Medienzentrum, ihr bekommt technische Unterstützung, wir können euch Fortbildungen anbieten und so weiter. Also deswegen ist das ein großes Paket und ich rechne jetzt auch mit zusehends großer Resonanz dann. Dann hoffen wir, dass viele Schulen sich melden werden für den nächsten Wettbewerb. Wie und wo kann man sich denn am besten melden und wie gehen Schulen konkret vor? Meldet man sich schriftlich bei Ihnen? Wie läuft das ganze Prozedere? Erste Informationen bekommen die Schulen auf der Homepage des Schulmedienzentrums. Da sind die grundlegenden Informationen, die man benötigt. Da sind aber auch unsere Kontaktdaten dann zu sehen. Das heißt, man wendet sich am besten direkt ans Schulmedienzentrum, ruft dort an, wenn man bestimmte Fragen hat, die man im Vorhinein klären möchte. Ansonsten sind eigentlich alle Informationen online abrufbar, bis hin zur Anmeldung und so weiter. Und die einzelnen Modalitäten letztendlich kann man über unsere Homepage auch dann erfragen. Aber wenn es um konkrete Unterstützung geht, sind alle herzlich eingeladen, das Medienzentrum direkt zu kontaktieren. Herr Holthoff, dann blicken wir ganz gespannt auf den Erklärfilmwettbewerb 2019. Wir werden mit Sicherheit wieder mit dabei sein und wünschen weiterhin ganz viel Erfolg. Vielen Dank für Ihren Besuch heute. Herzlichen Dank, sehr gerne.